Und auch mit unserem Cheftrainer wollen wir natürlich auf das anstehende Punktspielwochenende vorausschauen. Freitagabend Heimspiel gegen die Kassel Huskies, Sonntag das Auswärtsspiel bei den Heilbronner Falken. Schön, dass du da bist, Andi. Ja, was nehmen wir mit aus der letzten Woche? Sicherlich keine Punkte, aber wie war die Trainingswoche? Wie haben sich die Jungs angestellt? Alles abgehakt, voller Fokus auf Kassel, nehme ich an. Ja, mit Sicherheit. Wir haben letzte Wochenende, wenn du nur ein Tor schießt, natürlich, haben diese Woche das auch angesprochen, auch trainiert natürlich sehr viel. Aber auch das Gesamte. Ich glaube, dass wir die ersten zwei Spiele gute Sachen gesehen haben, wo wir dranbleiben müssen. Und natürlich auch Sachen, wo wir besser machen müssen. Aber das ist am Anfang der Saison ganz normal eigentlich. Und es ist nie schön, wenn du mit zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen in die Saison gehst. Aber es ist so, wie es ist. Wir dürfen nicht lange nachhaken. Wir haben das alles aufgearbeitet und unser Fokus ist jetzt zu 100% für morgen gegen Kassel. Ja, und man neigt von außen betrachtet dann vielleicht schon eher ein bisschen nervös zu werden, gerade nach der letzten Saison, aber von Panik oder irgendwie Nervosität ist, das können wir dazu sagen, ist jetzt keine Spur. Das ist, wir haben jetzt zwei Spiele verloren. Du hast auch schon mal gesagt, wenn das jetzt mitten in der Saison wäre, geht man vielleicht anders damit um, als wenn es jetzt zum Saisonstart passiert. Also entspannt bleiben und auf die Aufgaben fokussieren. Und eben jetzt Kassel. Ja, mit Sicherheit. Wie gesagt, wir dürfen nicht nervös werden und alles. Und es ist jetzt am Anfang der Saison, das schaut immer extrem aus, wenn du null Punkte hast und stehst natürlich hinten. Und wir haben zwei gute Gegner gespielt. Wie gesagt, wir haben sehr gute Situationen gehabt. Wir hätten auch beide Spiele gewinnen können. So ist es ja nicht so, dass wir beide Spiele keine Chance gehabt haben. Nichts. Ich glaube, wir haben das erste Spiel gegen Ravensburg, zwei Drittel Ravensburg dominiert eigentlich. Aber so ist der Sport. Und auch in Freiburg waren es Kleinigkeiten. War ein sehr enges Spiel, wo man nicht mehr. Wie gesagt, wir müssen daraus lernen und am Freitag geht es weiter. Wie schwer machen es unsere beiden Torhüter, die beide ein richtig gutes Spiel hatten, sowohl der Schwendi gegen Ravensburg als auch der Jonas Neffin in Freiburg? Wie schwer machen sie es dir? Oder jetzt die richtige Entscheidung zu treffen fürs Wochenende? Oder ist das am Ende, ich sag mal, ein Luxusproblem, wenn man zwei so starke Torhüter hat? Nein, die machen es mir überhaupt nicht schwer, weil das beides Profis sind und wer fängt, freut sich der andere für ihn. Und das ist gut, dass wir zwei so eine Jungs haben. Und es ist auch immer mit Absprache mit Petri, der eigentlich für die Torhüter verantwortlich ist, der ein sehr gutes Verhältnis mit ihnen hat. Wir wollen immer das Bestmögliche haben und die Jungs nehmen das sehr, sehr gut auf und es sind einfach Profis. Jetzt haben wir ausgerechnet gegen Kassel in der Vorbereitung auch gespielt und da unsere beiden Niederlagen kassiert. Was sind die Spiele noch wert? Oder hast du sie vielleicht jetzt in der Vorbereitung auch nochmal angeschaut? Oder gehst du dann eher in der Vorbereitung auch auf die beiden Spiele vom letzten Wochenende von den Kassel Huskies in der Vorbereitung für deine Mannschaft? Beides. Es ist immer gut, wenn du eine Mannschaft gespielt hast, die einen neuen Trainer haben, auch einige neue Spieler in der Mannschaft haben und alles, den Spielstil, wo sie haben. Aber auch natürlich, wir haben das letzte Wochenende gescoutet und Top-Mannschaft, wo auch beide Spiele verloren hat und so ist der Sport eben, aber es ist immer so, ich bin sehr akribisch zum Scouten vom Gegner, aber am Ende des Tages ist nicht entscheidend, was der Gegner macht, entscheidend ist immer, was wir selber machen. Das ist ein schönes Schlusswort. Entscheidend ist, was unsere Jungs auf dem Eis machen. Freitagabend 19.30 Uhr das Heimspiel gegen die Kassel Huskies. Sonntag geht es dann in Heilbronn weiter. Da hoffen wir dann, dass wir dann natürlich auch nachlegen, nach einem hoffentlich erfolgreichen Spiel gegen die Kassel Huskies.